Ja, herzlich willkommen hier bei eurem Mr. Freako bei Let's Play Pikmin Tag 25. Es nähert sich schon dem Ende. Ganz schnelli. Und wir haben verdammt nochmal fucking wenig Teile bis jetzt. Nur 13. Ja. Gut, wir hatten jetzt... Was hatten wir denn? Wir hatten... Genau, in der letzten Folge hatten wir hier bei Abschlussstelle wieder Pikmin gesammelt. Wir haben jetzt wieder einige. Genau, und wo holen wir uns jetzt was? Wo können wir uns jetzt am besten einen Teil holen? Ah ja, genau. Wir hatten bei Ferne Quelle noch einen Teil da liegen. Das können wir uns einfach so nehmen. Ganz easy. Und wegtransportieren. Ich denke mal, das machen wir jetzt. Erstmal ganz als erstes, damit wir das jetzt endlich haben. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit da wegtransportieren, aber irgendwie nie zugekommen. Einmal hatte ich zu wenig Pikmins, das andere Mal, keine Ahnung. Ja, immer eigentlich zu wenig Pikmins, das war immer das Problem. Machen wir es, na, am besten mit dem blauen, oder? Haben wir ja genug. Weil da fallen wieder welche ins Wasser, auch wieder scheiße. Ja, 30 reichen. Genau, 30. Nehmen wir alle 30 mit hier. Latschen dahin und dann ist das gut. Solange keiner am Schaden kommt. Ach du Scheiße. Jetzt warten die da schon auf uns. Machen die Dingens kaputt oder was? Das gibt's ja gar nicht. Hauptsache kein Pikmin verreckt. Ist aber anscheinend schon, oder? Da kriegst du echt zu viel bei sowas. Na gut. Da holen wir es nochmal kurz. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt gewesen. Holen wir es nochmal kurz. Hier ein paar mehr. So. Und jetzt los. Die lassen wir mal in Ruhe das transportieren. Sollen sie ruhig machen. Wollten hier die Brücke anknabbern? Ne, gibt's ja gar nicht. Ach, der ist auch schon wieder da. Guck mal an. So, hier ist Teil. Bin ich schon reingegangen? Ja, bin ich anscheinend schon mal. So, dann holt das mal hier weg. Ach ja, das war ja so ein Massagedingen, glaube ich, ne? Sagte Olimar hier. Irgendwas wegen Massage. Na komm, alle ran hier. Zack. Och, so viele waren es doch. Okay. Na, Hauptsache, der wacht mich auf. Das wäre jetzt richtig heftig. Wenn wir den berühren, was ist dann? Lol. Wir können in den rein. Oh, scheiße, das war ein Fehler. Scheiße, das war ein Fehler. Ja, ins Wasser? Kommt er auch. Scheiße. Jetzt geht er wieder pennen, wa? Na, geht er wieder pennen? Jo, tatsächlich. Na, die werden wir noch ein bisschen brauchen, oder? Na, ich weiß nicht. Dann sollten wir schon irgendwas anderes machen. Multitasking ist angesagt. Bin ich ja nicht so ein Fan von. Wird es nämlich wieder chaotisch, denke ich mal. Ich mache das lieber alles eins nach dem anderen. Ist irgendwie mehr so mein Dingen. Ich bin ja schon froh, dass wir nicht wieder von irgendwelchen Viechern hier genervt werden. Da könnte ich immer durchdrehen bei sowas. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir wollen ja Teile. Teile, Teile, Teile. Das wird gerade geholt, genau. Dann am besten das, was am nächsten ist, wa? Oder, ja, würde ich doch mal sagen. Wäre ja unlogisch sonst. Hier noch irgendwas? Boah, ist ja ganz schön... Oh, da ganz da hinten auch noch. Das ist Wasser. Wasserterritorium. Ja, hier rum. Da oben so ein Bogen da. Was ist denn da, verdammt? Einmal um Bogen. Hm, da möchte ich mal ganz... Ist das hier die richtige Richtung? Schon eigentlich, ne? Hier so. Hinten so rum. Joa. Da ist dann Wasser und dann da. Links. Oder wir müssen da durch. Wo eher da durch, ne? Hier so. Irgendwo. Hier hinter. Wohl eher, ja. Mit Sicherheit. Wenn die es denn schaffen. Hier so. Ah, darüber. Hä? Ja, ach, da ist es. Okay. Wo
Bloß leider sind die jetzt alle hier nicht hochgekommen. Oh yeah, wir haben's. Sehr schön. Meine Kameraden. Genau, Massageeinheit. Ich war in der letzten Zeit so lange unterwegs, dass ich es kaum erwarten kann, sie zu nutzen. Ich habe 14 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 15 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Na, das wird ja aber, glaube ich, nichts. Ja, siehst du, die kacken da jetzt ab? Wie sonst was hier? Kann ich von hier hochwerfen? Nein. Bisschen Abstand? Nee, das bringt nichts. Scheiße. Jetzt hänge ich hier wieder so kacke rum. Wenn ich mir das noch schnappen könnte, das Teil. Dass wenn ich irgendwie raufgehe, bringt ja alles nichts. Gut, 15 sind, denke ich mal, eh zu wenig. Müssen wir noch ein paar mehr holen. Die ganze Armee hier. Wie war denn das? Wenn wir... Da war doch irgendwie was. Dass wir die in einer anderen Marschrichtung so behalten können. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das war. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Auch noch nie ausprobiert irgendwie. Was war das? Auch sofort zum Sonnenuntergang? Nö. Ist ja wohl irre hier. Ich bin froh. Ist schon kacke genug, dass der Tag so kurz ist. Also in andere Formation meint, dass sie in anderen Formationen laufen. Das wäre mal ganz nützlich, ehrlich gesagt. Die fallen nämlich hier alle gnadenlos runter. So, ein paar konnten wir schon mal hinbringen. Hallo, hast du auch. Du willst auch da hoch. Genau. Toll, kommen die jetzt überhaupt hier wieder raus? Na, ich hoffe es doch. Ja, da, genau. Ach, komm, dreh dich. Muss ich hier vorsichtig immer mit ein paar lang. Die es halt schaffen. Das könnte... Ah, Mist. Alter, verarschen, jetzt geschaffen, die ist nicht mehr. Ah, ich sehe hier auch wieder mal nichts. So richtig. Position ist ein bisschen kacke. Na, komm doch, alle ruf da. Scheiße, es dauert schon wieder so lange. Ist doch schon wieder kacke hier. Scheiße. Um drei Stück habe ich da noch hier. Der eine will da nicht da oben. Warum auch immer. Der will auch nicht so wirklich. So, wie viele denn noch? Verdammt, Alter, wie viele brauchen wir denn noch hier? Kommt ihr jetzt mal alle? Viele können es ja nicht mehr sein eigentlich. So, die nächste Dröhnung hier an Pikmins. Ah, noch 6. Da müssen die hier jetzt auf jeden Fall reichen, wenn die da jetzt hochkommen. Na los, quält euch. Springt. Ihr seid doch so eine Künstler. Komm, einer noch, dann reicht's. Jawohl. Wo gehen sie lang? Knallhart hier runter. Ich glaub's ja nicht. Bam! Ja, die sind ja auch voll hart drauf. Meine Herren. Die sind noch knüppelhart drauf. Ja, jetzt sind's nicht mehr genug, ne? Ihr wollt mich doch verarschen. Der Reparaturbolzen. Dieser Roboter. Dieses Roboterwunder kann einfach alles im und am Schiff reparieren. Oh yeah, das ist ja cool. Das ist auch gut so, denn die Behebung technischer Pannen finde ich einfach langweilig. Aha. Ja, ihr auch. Schon wieder so viele Tage schon wieder vorbei. Ich könnte kotzen. Na los, Randa. Jetzt los. Macht hinne. Transportiert die Gagge. Alter, die wollen doch nicht durchs Wasser. Die sind ja irre, ey. Meine Herren. Die trauen sich aber was. Jetzt gehen die erstmal dahin. Oh oh. Auf die Fische aufpassen. Die tun aber anscheinend nichts, oder? Oder tun die was? Ne, scheint nicht so. Na gut, dann haben wir noch einen Teil heute geschafft. Können wir schon mal weiter gucken. Ein bisschen weiter spinnen. Da, okay, wie kommen wir da denn hin? Da irgendwie durch und dann? Hm, wir könnten ja mal gucken, ne? Also einfach mal so aus Langeweile, aber falls wir es finden, schon mal ein paar mehr mitnehmen. So ein paar gelbe zum Beispiel. Ja.
Kommt mal mit, meine Kleinen. Gehen wir mal dahin. Oh oh, da sind sie schon wieder. Nein! Es geht schon wieder los. Scheiße. Oh yeah. Die haben das Teil gebracht. Reparaturbolzen. Sieht aus wie ein normaler Bolzen, ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. Aha. Ich habe 15 von 30 Teile gefunden. Wenn ich nur noch 14 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Jupp. Wir wissen es so mittlerweile. Lass ich sie bringen? Ja, lass ich erstmal, würde ich sagen. Dann können wir mit dem Rest hier weiter. So, irgendwo hier so das Labyrinth entlang. Ach du Kacke. Ich ahne es schon, ja. Wir müssen ja überall kreuz und quer rumlaufen. Da werden wir bestimmt ein paar Pikmins verlieren. Ach du Scheiße, schon wieder ein paar. Die nerven. Aber ich glaube, ich wette, wenn die jetzt wieder da sind, sind die Großen beim nächsten Mal auch wieder da. Komm, ihr bleibt jetzt mal alle hier. Ich brauche euch jetzt. Ich will jetzt mal hier noch irgendwas machen. Expedition. Scheiß, wie war denn das mit Anordnen? Wie finde ich das denn heraus? Shitte. 1, 2... Lol, was ist jetzt denn? Lol. Lol, was ist jetzt denn? Hammer, ich kann mich transportieren lassen. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Wirklich. Oh, die schaffen. Einige schaffen es sogar hier so lang. Das ist ja schon cool. Aber leider nicht alle. Ich weiß, irgendwie kann man die Formation ändern, dass die so gerade hinter einem laufen. Ja, guck, da ist es. Wie komme ich da ran? Irgendwie gar nicht, wa? Die gelben. Okay, das war irgendwie anscheinend ein bisschen daneben. Ach, scheiße. Irgendwie kann ich die gelben nur so hochwerfen. Das verstehe ich gar nicht. Oh, oh, wo bin ich jetzt? Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? In der Falle. Oh, oh. Na gut, aber es ist anscheinend doch keine Falle. Denn ich kann hier hoch. Oh, gut, ey. Sehr gut. Hier kann ich nicht hoch. Was ist hier noch? Okay. Ja, da anscheinend muss ich sie ja, da irgendwie hochwerfen. Hier laufen sie auch nicht hoch. Naja, gut. Okay. Dann weiß ich ja schon mal Bescheid, wie ich das schaffe. Brauche ich aber mehr Gelbe, weil ich kann es ja nur mit den Gelben irgendwie machen. Aber ich denke mal, ich schaffe das heute nicht mehr. Denke ich mal. Denke ich. Oh yeah, ich denke. Ich kann auch denken, ja. Manchmal klappt das schon bei mir. So, denken und so. Ah, es fallen zu viele runter, ey. Alter, was jetzt denn? Hallo. Alter, die fallen alle runter, fuck. Muss ich wieder da lang? Das ist doch hammer Scheiße. Ja, das bringt nichts mehr. Eigentlich brauche ich es gar nicht versuchen. Ey. Normal schaffe ich es nicht. Hallo, jetzt kommt doch mal hier hin. Die alten Ratten. Ja, die fallen einfach alle runter. Das ist scheiße. Jetzt habe ich erst drei... Oh, zwei. Oh nein, ist wieder runtergefallen. Ich drehe ab. Ich drehe ab. Das verbraucht so viel Zeit. Und außer habe ich eh nicht genug. Ich muss herausfinden, wie ich die Formation ändern kann. So ja nicht. So kann ich es auch nicht verändern. Ey. Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht, meine Lieben. Ah, die nerven aber ihre Fresserei hier. Ja, ich brauch's nicht versuchen. Ich hol die da jetzt wieder. Weil bringt ja nichts. Die Zeit ist auch bald schon wieder rum hier.
Die paar gelbe, die ich hier habe, reichen ja eh nicht. Und ich kann immer, schaff's immer nur einen hochzuwerfen in jeder Runde hier, wenn ich hier lang gehe. Das klappt nicht. Nicht runterfallen. War da noch einer drin? Nee, ne? Denke ich mal nicht. Na, dann kommen wir alle mit hier. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Sorry. So. Dann hier. Zack. Ach ja, drei Stück, genau. Na komm, so ein bisschen. Den gelben könnte auch ein bisschen was lassen. Ja, Tag bald rum, wie ich schon sagte. Naja, gut, zwei Teile. Das dritte wäre auch noch schön gewesen, aber sollte halt nicht so sein. Müssen wir das nächste Mal. Aber wir wissen ja jetzt Bescheid, wie wir da hinkommen. Ich muss irgendwie herausfinden, wie man diese Formation ändern kann. Schaue ich da mal zwischendurch nach. Google hilft ja immer weiter. Hier haben wir schon richtig deftig was angesammelt. Ast rein. Wunderbar ist das hier doch. Mann, Mann, Mann. So, ja, über 100, ey, krass. Haben wieder ordentlich was gesammelt. Ey, was ist das denn jetzt für eine Ansicht hier schon wieder? Nicht so kacke hier. Na gut, das war's. 25 Tage seit Absturz. Nun fehlen mir nur noch 15 Teile. Ob ich es wohl schaffe, diese in 5 Tagen zu finden? Sicherlich, ich benötige nicht alle Teile. Sollte mein Schiff am Tag 30 nicht vollständig repariert sein, so bleibt mir nur trotzdem einen Start zu versuchen. Okay. Ich erinnere mich genau an den Tag, an dem ich meinen Sohn zum ersten Mal in diesem Schiff mitgenommen habe. Ich werde ihm von meinen Erlebnissen dieser Reise erzählen. Und ich werde heimfliegen. Ich muss. Ich stelle mir schon interessierten Ausdruck in seinem Gesicht vor, wenn ich ihm alles über die Pikmin berichte. Ja, okay. Aber wir müssen bestimmt noch ein bisschen was finden. Das ist ja heftig. Ja. Wir haben aber die Hälfte der Teile. Nur noch 5 Tage. Mann, Mann, Mann. Ja gut. Würde ich sagen, war es hier mit Tag 25. Ich hoffe, es hat euch, hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal einen Daumen hoch geben. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge hier bei eurem Mr. Freako.